Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Banishers Ghosts of New Eden. Wir sind immer noch im Lehrerriss, in denen wir sehr viel über Antheas Vergangenheit erfahren. Und auf unserem Weg nach New Eden, endlich mal. Es hat jetzt sehr lange gedauert, aber wir sind auf dem Weg. Ich bin gespannt, wie lang, wie groß dieser Lehrerriss ist. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Strecke zurückzulegen, wenn wir das uns oben angucken. Da drüben. Ein Durchgang. Ah ja. Dann gucken wir mal, dass wir da hinkommen. Aber das klappt irgendwie. Oh, hier wird gekämpft. Die Wege ändern sich ständig. Dein Durchgang ist schon wieder verschwunden. Dieser Ort hat etwas für uns geplant. Und ich vermute mal, es wird uns nicht gefallen. Ja, vor allem wird es dir nicht gefallen, Antea, habe ich das Gefühl. Weiß nicht, ob das so mein Ding ist, aber wir müssen geradeaus hoch, ja. Okay, hier wird doch nicht gekämpft. Das sah so nach Arena aus irgendwie. Haben wir noch mal Glück gehabt? Haben wir hier drin überhaupt schon gekämpft? Mist. Die Lehre fokussiert sich auf uns. Vielleicht hast du an die Vergangenheit gedacht und jetzt manifestieren sich deine Erinnerungen. Oder genau andersrum. So, einmal darüber bitte. Ich habe vergessen, wie Tasten funktionieren. Eieiei, sah das richtig aus. So, wir versuchen jetzt. Ja. Ach komm. Der hat aber auch ein bisschen. Warte, stopp. Wieso seid ihr denn immer so zu mir? Wisst ihr was? Nö, 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 nö. So. Das fühlt sich richtig gut an. Oh, das war's schon? Was? Kalendre ist hier. Deine Freundin aus Kindheitstagen? Zumindest gab sie sich als solche aus. Gut. Wir verschwinden von hier. Jetzt. Erklär's mir später. So, wir können wieder springen. Ich bin mal gespannt, was sie uns da erklärt. Können wir hier weiter? Nee. Hier können wir so springen. Ups. Oh, oh. Mama? Mama? Es ist bloß ein Spiel. Was ist los? Na los. Verbrenn sie. Verbrenn deine Mutter. Was bist du? Unser Haus ist abgebrannt. Uff. Aber wir haben überlebt. Ich verbannte sie damals, ohne zu wissen, wie. Ich wusste ja nicht einmal, was sie war. Sie ist ist hier. Und es führt uns an einen Ort, an den wir nicht gehen wollen. Befreie dich, Antea. Lass das Feuer deine Ketten schmelzen. Achtung, Red. Es ist ganz in der Nähe. Okay. Sterbe ich jetzt? Fällt was auf mich drauf? Ah, hier ist noch ein Bosskampf drin, oder was? Da bin ich mal gespannt. Da können wir durch. Das ist besser als jede Kanone. Sehr unangenehm, diese Person. Da hat sich auf jeden Fall irgendwo was getan. Glaube ich. Ah ja. Stirb, du Drecksau! Eieiei. Darf ich auch mitmachen? Okay. Bleib doch, Antea. Nee. Bleib hier und spiel mit mir. Nee, lieber nicht. Da führt uns doch einer an der Nase rum. Es spielt mit uns. Es will, dass wir uns hilflos fühlen. Ja, das wird nicht so schnell passieren. Ich hab eine Knarre und ein Schwert. Ich fühle mich nie hilflos. Jetzt geht's raus nochmal für uns. Ich werde mich an deiner Seele satt essen. Schön. Damals hast du gewonnen. Nie wieder. Nie. Oh, wieder. Ganz schön nachtragend. Oh, wie schön das komm aber aussieht, ne? Mit den Farben. Komm raus und spiel. Du wirst diesen Ort nie wieder verlassen. Na, da kannst du jetzt gleich mal sehen, wie ich das mache. Antea kommt nämlich nicht alleine tatsächlich, ja. Wir sind zu zweit.
Kann man das Feuer nicht umgehen, muss man mittendurch. Wird schön flauschig. So, hier ist nichts, ne? Was ist... Wieso kann ich hier lang gehen? Nur mal kurz gucken. Wieso kann ich hier lang gehen? Hier drin gibt es keine Kisten, oder? Nicht, dass die jetzt hier random... Ne, hier ist gar nichts. Gut. Wollte nur wissen. Wieso haben sie das dann da überhaupt hingemacht? Verstehe ich nicht. So. Dann durchs Haus. Ist aber ein schönes Haus gewesen anscheinend. Relativ groß. Armer kleiner Antea. Ganz allein. Niemanden zum Spielen. Niemanden zum Reden. Armer Antea. Gesegnet und talentiert. Eingeschnürt. Gefesselt. Verlassen. Geh zum Teufel. Ja, so. Wir können hier ran. Hier ist ein Feuerchen. Wer hätte das gedacht? Ich auf jeden Fall nicht. Ah, schön. Erstmal im abgebrannten Haus ein Feuer legen. Klasse. So, was kann ich hier machen? Wahrscheinlich nicht reisen. Mhm. Und ansonsten kann ich hier auch nichts tun. Super, klasse. Oder sollen wir uns hier ausruhen? Warte mal. Wahrscheinlich, richtig? Oder? Können wir hier irgendwo hoch? Können wir da hoch? Wir sollen ja durch. Sieh dich an. Oh. Tot bist oh, du. Oh, okay. Klammerst dich an diesen erbärmlichen Tropf auf der hoffnungslosen Suche nach Sinn. Danke, Rory McGrath, dass du sie mir gebracht hast. Dieses Wesen dient dem Araluret. Ignorier es. Ja, mach ich sowieso. Bald schon wirst du mir gehören. Deine Stimme, deine Seele, alles an dir. Verdammt seist du. Du willst spielen, Kalendra? Gut. Lass uns spielen. Ja, wir spielen ein Spiel. Ach ja, das ist ja super klasse. So, wir haben noch 80 Meter vor uns. Mal gucken, wie lang das so ist. Als hätten wir nicht andere Sorgen, weißt du? Nach Ewigkeiten besuchst du Kalendra, deine allerbeste Freundin. Wir sind keine Freunde. Und dein Name ist nicht Kalendra. Vielleicht sollte ich mich so nennen wie das, was mich herführte. Deine Traurigkeit? Deine Einsamkeit? Deine Arroganz. Oh. Nö, ich weiß nicht, ob ich das alles... Okay, komm, lass mir Antea mit. Red hat hier gar nichts zu sagen. Ich habe nur eine Frage. Wieso ich? Ich habe dein Rufen gehört. Deine Seele ist so mächtig. Wie hätte ich da nicht antworten können? Oder zum Spielen kommen? Das funkelnde Verlangen in deinem Herzen hat mir den Weg gezeigt. Ich musste ihn nur folgen. Ich musste dich mir nur krallen. Ich war ein Kind. Wenn ich Macht hatte, dann war sie roh und ungezügelt. Und so wunderbar selten. Rein und vollkommen. Umhüllt von unvollkommenem Verstand eines unvollkommenen Kindes. Aber jetzt bist du hier. Jetzt gehörst du endlich ganz mir. Okay. Jahrelang habe ich meine Schuld verdrängt. Ich konnte mich der Vergangenheit nicht stellen. Habe mir meinen Fehler nicht eingestanden. Mein Zuhause ist abgebrannt. Mein Gesicht wird mich immer daran erinnern. Wann immer ich in einen Spiegel blicke, muss ich an dich denken. Ich verließ die Familie, die ich beinahe getötet hätte. Ich begrub meine wahren Gefühle unter Hass. Das ist jetzt vorbei. Ich habe dich einst geliebt. Du warst meine Schwester. Du warst das Wichtigste auf der Welt für mich. Aber ich verstehe jetzt, dass du dieser furchtbaren Finsternis entspringst. Dass du dich an ihr labst. Und deswegen verzeihe ich dir. Ich verzeihe Kalendra, dass sie nichts weiter als ein Spiegel war. Und ich verzeihe mir selbst, dass ich es nicht besser wusste. Und du, Rory McGrath? Kannst du ihr verzeihen, dass sie dich alleine und
der Liebe. Ach komm, das funktioniert nicht. Von ihrer Erinnerung? Das funktioniert nicht. Ich brauche dich nicht. Ich habe dich nie gebraucht. Deine Tricks funktionieren bei mir nicht. Nicht mehr. Ich lasse dich nicht gehen. Nein. Das ist jetzt mein Reich. Du hast mich hergeschickt. Und jetzt, da du auch hier bist, werde ich mich an dir laben. Dann hast du nichts gelernt. An dir. An dir. So ein gerissenes Mädchen. So gut im Umgang mit Machtworten. Hast du deinen kleinen Wicht hier auch so um deinen Finger gewickelt? Nein, 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 nein. Oh? Mein Name ist Nasuko. Oh. Und ich bin die unermüdliche Dienerin der Königin von Troa. Was zum Teufel? Komm, bleib noch eine Weile. Bleib für immer. Nö, nicht für immer. Du weißt, dass ich auch noch da bin. Ja, sehr gut. Oh. Schön drauf da, schön drauf da. Alles andere ignoriere ich. Au, was ist, warum steht da hinten so ein Ding rum? Oh, er hat mich. Er hat mich! Anthea! So, warte mal. Geh mal da ran, bitte. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, oh, warte. Wir müssen uns auf den Klagegeist konzentrieren. Ja, ja, ich merke schon. Lass mich doch in Ruhe jetzt. Klagegeist, Klagegeist. Oh, da können wir nicht lang. Wo geht's denn lang? Da lang. Da lang, da lang, da lang. Oh, das wollte ich nie. Kommt zurück, Kalender. Wir sind noch nicht fertig. Können wir jetzt da runter? Können wir irgendwo hin? Wir haben jetzt alle Gedönses kaputt gemacht. Ah, okay, I see. I see. Wo ist denn jetzt das Riesendings da? Da in der Mitte. Alles klar. Wir müssen uns hier durchkämpfen, so wie ich das sehe. Okay, wir müssen die. Okay, okay, ich sehe. Warte, 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 stopp, halt. Haben wir hier überhaupt irgendwas? Nee, 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 nee. Oh, geh doch da raus, Mann. Red, bleib doch nicht stehen. Ich drücke halt auch die falschen Tasten wieder zum Ausweichen. Das ist ein bisschen doof. Komm mal, ich kann dir helfen. Warte, warte, falsche Taste! Oh Gott, das ist ja ganz schlimm. Kann ich da drauf? Nee, da kann ich nicht drauf schießen, oder? Irgendwas müssen wir hier machen. So schön da drauf. Mach mal den. Noch einmal, mit Gefühl. Nein, du sollst schon, Anthea, please. Das gibt's doch gar nicht. Kannst du aufstehen, Anthea? Was ist mit ihr? Bin ich verbuggt? Nein? Okay. Ich weiß gerade nicht. Kann ich einfach weitergehen? Kann ich irgendwo hin? Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Upsala. Du hast dich nicht. Ah, da ist jetzt was. Okay.
meine Regeln. Komm zurück, Dämon. Unser Spiel ist noch nicht beendet. Okay. War das da die ganze Zeit schon da? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. So. Kriegen wir hin. Raus. Lauf. Ich habe dich schon als Kind besiegt. Erinnerst du dich? Stopp. Oh, das war ganz gut, oder was? Okay. Jetzt darüber. Oi. Okay, das haben wir. Warte, stopp, du bist da ran. Ran. Ja, gut. Das war jetzt okay. Junge. Das war okay. Ich habe dir nie die ganze Geschichte erzählt. Tut mir leid. Ist okay, Anthea. Ist gut. Bitte, lass uns einfach von hier verschwinden. Na, das war ja jetzt eigentlich ganz angenehm. Sag ich jetzt einfach so. Es hätte schlimmer sein können. Es hätte wirklich schlimmer sein können. Von alten Zeiten. Oh, abgeschlossen. Bin gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Wir sind da. Oh, wow, ja, das geht jetzt wirklich richtig schnell. Schlag auf Schlag. Geht es jetzt hier? Wir sind auf dem Friedhof, vorwärts. Ne? Bringen wir es zu Ende. Ah, jetzt schon direkt, oder was? Oi. Ich dachte, es dauert noch ein bisschen. Hat der Efeu die ganze Stadt überwuchert? Ihr Einfluss muss immer noch gewaltig sein. Ja, natürlich. Hätte ich was anderes erwartet? Ich glaube nicht mal. Ah, komm, direkt noch Sachen looten. Sehr gut. Man weiß ja nie, wofür man es noch brauchen kann. Nochmal hier runter, schau mal da. Als würden wir einen Spaziergang machen. Finde ich gut. Oh. Wie Charles sagen würde, ein neuer Tag bricht an. Eine neue Seele, die es zu retten gilt. Diese Leute haben keine Ahnung, mit was sie es zu tun haben. Wir hatten wirklich keine Ahnung, was uns erwarten würde. So ist das. Wenn ich die Bedrohung ernster genommen hätte, wärst du vielleicht noch am Leben. Ach ja. Alles, was jetzt hätte, ist, dass du mich aufsteigen lässt. Ja, lassen wir auch. Da werde ich nicht dran rütteln, das machen wir. Wir tun das, was richtig ist. Punkt. Ah, ja, trotzdem gucke ich noch mal ein bisschen. Nicht, dass hier noch irgendwelche Secrets rumliegen oder so. Man weiß ja nie. Man weiß nie, wird ungern jetzt noch was verpassen auf den letzten Metern. Wobei wir schon echt viel mitgenommen haben, muss ich wirklich sagen. So, da geht's lang. Sieht schon schick jetzt hier aus, also nur ihnen ein schönes neues Gewand bekommen. Ich mag die Farben. Ah, da. Okay. Ah, jetzt sind wir hier. Guck mal an. Ich erinnere mich, glaube ich. Sind wir noch richtig? Wir sind voll richtig. Da geht's nicht lang. Okay. Wir sind absolut richtig.
gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. War hier nicht irgendwo... Nee. Ich weiß nicht mehr, wo das Grab von Charles war. Das ist zu lang her. Aber war das nicht hier irgendwo sogar? Aber das könnte ich mir auch einbilden. Wahrscheinlich nicht. Kein Loot für mich? Wieso stehen diese ganzen Kisten überhaupt hier rum? Okay. Da ist New Eden. Ah ja, hier ist der Hafen. Genau, da weiß ich noch ganz am Anfang, als wir gestartet sind, stand hier der Wagen vom Händler, sodass wir den Weg hier nicht lang gehen konnten. Ich erinnere mich noch richtig gut. Was war das denn jetzt? Das war eklig. Das habt ihr alle gesehen. Das da ist vom Himmel gefallen. Ich schlitze das korrumpierte Herz auf. Du nimmst die Wurzeln aufs Korn. Ah! Okay, zeig schon mal. Also, wir haben 3 Auswüchse. Ach du Kacke, wo sind die dann? Einer ist hier unten. Der gehört zu der Linken. Der ist hier unten. Dann haben wir noch einen. Der ist hier drin. Und wo ist das letzte Ding? Ich höre alles, aber ich sehe nichts. Warte mal. Oder gibt es nur 2? Sind das nur 2? Nee, 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 es sind 3. Ah, da oben. Okay. Warte, von wo habe ich da nochmal hingeguckt? Lauf! Da. Nein, 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 nein. Oh, yeah, yeah, yeah. Okay. Hammer! Hammer! Es ist noch nicht vorbei. Ach komm, wir hauen da drauf. Au. Halt den Schemen auf, bevor er von der Leiche Besitzer greift. Oh ja, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Aber unser Gedöns ist wieder voll. Das ist gut. Hörst du auf jetzt? Pisst euch. Draufhauen funktioniert immer. Weg mit dir. Weg mit dir. Habe ich gesagt. Vielleicht auch anvisieren. Anvisieren ist nie verkehrt. Vergesse ich zu oft. Vergesse ich wirklich zu oft. Sollte ich mehr machen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob wir hier noch jetzt irgendwas Spannendes finden. Oder ob wir einfach jetzt den Weg folgen weiterhin. Die Predigt über die Heiligkeit der Ehe ist längst überfällig. Ein schönes Wort. Für ein paar Fesseln. Mhm. Sicher sind die Leute hier genauso weltoffen wie Charles. Ja, bestimmt. Wir waren so verliebt. Ihr seid so verliebt. Wir lieben uns. Hier kein Essen. Cool. Bedingungslos. Bis zum bitteren Ende. Ja. Ja. Bis zum bitteren Ende. Ich weiß gar nicht mehr, wo das Gemeindezentrum ist, ehrlich gesagt. Ich bin aber am Überlegen, weil wir gehen jetzt langsam wirklich ins Innere. Ob wir jetzt hier einen verfrühten Cut setzen, weil ich wirklich nicht weiß, wie lange das noch dauert. Da vorne ist noch ein Feuer. Ich mach mal kurz die Karte auf. Wir müssen dahin und da ist auch ein Feuer. Das ist sehr gut. Dann müssen wir wahrscheinlich hier rum. Aber ja, ich würde jetzt hier den Cut machen und wir schauen einfach mal, wie lang dann das nächste Mal wird. Ob ich da noch einen setze oder ob ich irgendwie... Vielleicht schneide ich auch alles einfach jetzt so zusammen und das hier ist nie passiert. Wir gucken einfach mal. Ich danke euch aber hier fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüssi.